Na, was sehen meine feinen Augen denn da? Hallo zusammen, mein Name ist Dr. Wurstpeter und es wurde heute eine neue dicke Boosterbox veröffentlicht. Und zwar Chaotic Compliance. Da gucke ich einfach mal in die Boxdetails rein. Was haben wir denn so für feines Zeug hier? Wir bekommen als Ultra Rare den Blackluster Soldier, das momentan einzige Ritualmonster mit 3000 Angriff. Wir bekommen unheimlich viel Gemini Support in dem Pack. Das ist jetzt nur eine Beispielkarte dazu. Wir bekommen Luster Dragon Nummer 2. Eine Karte, die sonst Dual World Kaiba immer bei sich hatte. Und Psy-Typen kriegen wir jetzt auch endlich dazu und wir kommen auch dabei echt nicht zu kurz. Seven Tools of the Bandit, das Gegenstück zu Magic Jammer, ist jetzt auch endlich da und noch mehr Gemini Support. So, dazu gab es wieder auch 500 Steinchen, die ich jetzt einfach mal direkt ausgeben werde, aber zuerst würde ich jetzt gerne hier reinkommen. Danke, verspricht lustig zu werden. Wir starten einfach direkt mit der Ausgabe von 500 Steinchen. Auf geht's! So, das erste Pack scheint jetzt wohl erstmal nur eine Rare zu sein. Zack, auf damit. Wir haben Prometheus, den König der Schatten. Ja. Yeah. Der Option Hunter. Und die Rare ist der Draconic Knight. Wir haben einen Drachen, der drachig ist. Wenn ein gegnerisches Monster Karten von uns anzielt und diese zerstören will, können wir stattdessen diese Ziele wegschmeißen und den dann als Spezialbeschwörung beschwören. Nur welches Monster kann das? Ich glaube nicht, dass es da viele gibt. Ich würde jetzt zumindest sagen, dass es jetzt keine schöne Rare ist. Wir kommen zum zweiten Pack und wir haben drei Kuribus, aber ansonsten nichts. Das scheint nicht vielversprechend zu sein. Ah, ein Javelin Beetle. Sky Star Ray. Was zum... Was? Ja, hat er was mit an seinem Tentakel? Was? Yeah! Da ist Luster Dragon Nummer 2. Das kann man bestimmt gut in einem Kaiba-Deck spielen, zusammen mit Peak Performance. Dann hat man direkt einen 2-6er für ein Tribut. Ich finde das schon schön, okay? Ja, ich finde das schön, okay? Wir kommen zu Pack Nummer 3 und machen das direkt auf. Molten Zombie. Cool. Oh, wir haben in der zweiten Karte direkt schon eine Rare drin. Also, dieses Pack hat definitiv zwei Rares. Assault on GHQ ist eine gute Karte zum Millen. Es kann sich gut mit Lava-Wurm oder mit dem warmen Wurm kombinieren. Dann kann man den Gegner direkt schon um 5 Karten runtermillen. Und wir haben Escher, den Frostfassal. Ist das nicht eher was für Monarchendecks? Okay, was macht diese Karte da drin? Ob das jetzt irgendwie in einer Weise nützlich ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Nächstes Pack und es glänzt. Wenn einmal Poison Fangs haben wir. Wir haben Weapon Change. Und wir haben Outstanding Doc Marin. Was? Alles klar, das ist die Anti-Mill-Karte. Einfach, damit man nicht decktot geht. Box Numero 5. Hardcellen Zombie. Okay. Wir haben einen zweiten Sky Star Ray. Und die Rare in diesem Pack ist ein Draco... Hallo Kuribu, na, wie geht's? Oh, 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 der Text ist... So, wir haben den Stormcaller gezogen. Das ist der erste... Ich glaube, das ist das erste Monster von Typ Psy, was wir hier in diesem Pack gezogen haben. Dann haben wir den Strayers... Wow, was ist mit diesen Gesichtern los? Beim ersten Mal dachte ich direkt erstmal an Pot of Greed, aber was ist da falsch gelaufen? Ignorieren wir das einfach. Da ist wieder... Ach, der zweite Doc Maron. Ich frage mich auch, warum du schon wieder hier bist. Ein nächstes Pack. Das Black Luster Ritual. Okay. Sasuke Samurai Nummer 3. Wie viele gab es von denen nochmal? Ich glaube, 15? Haha. Ich meine, sie hat zwar nur 1000 Angriff, aber kann gut millen. Und wir bekommen Lekunga. Ja, leck mich doch. 1700 für 4 Sterne. Das ist auch schon mal gut. Mit einem Zusatzeffekt, der gut in Wasserdecks funktioniert. Drei Kuribus. Dragonroar. Nee. Foolish Return ist einfach das Gegenstück zu Foolish Burial. Ob diese Karte hier was bringt, ohne dass Foolish Burial bislang in diesem Spiel drin ist, kann ich noch nicht sagen. Diese Karte macht wirklich nur Sinn, wenn man Tributbeschwörungen ausführt. Ansonsten ist sie leider nicht zu gebrauchen. Aber dafür wird es wahrscheinlich das beste 7-Sterne-Monster überhaupt sein. Kannst ja mal zwei Dynamis opfern, dann stehst du da schon mit einem Majugazett von 3600 Angriff da. Das ist okay. Oh, wir kriegen Hieroglyphen. Ob das was zu bedeuten hat, finden wir es heraus. Noch ein Blackluster-Ritual, okay. Der Domino-Effekt und... Wir sehen uns viel zu häufig. Ich bin bislang echt nicht zufrieden. Hier haben wir noch einen Pack. Ich hoffe nicht, dass es das letzte ist. Ich erwarte nichts und bin dennoch enttäuscht. Oh nein, die Erde geht unter. No! Oh, noch ein Blackluster Ritual. Okay. Und schon wieder ein Luster Dragon. Ja, ich präferiere Luster Dragon immer noch über...
Hund. Ach du Scheibenkleister. Ja, das war es tatsächlich schon. Dich werde ich einfach nicht los. Es gab keine einzige Super Rare in diesem Pack. Das Einzige, worüber ich wirklich hinwegsehen kann, ist der Luster Dragon. Da ist einfach eine in Vollball, das finde ich schön. Aber ihr hattet bestimmt doch ein paar bessere 10-Pack-Einkäufe. Falls ihr diese hattet, lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Und das ist auch schon das Ende des Videos. Vielen Dank an dieser Stelle an das AGM-Magazin, das dieses Video überhaupt erst möglich gemacht hat. Falls es euch gefallen hat, gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Und falls ihr mehr Videos dieser Art sehen möchtet, gebt dem Abo-Button doch auch noch einen kleinen Drücker. Vielen Dank fürs Zuschauen.